herzlich willkommen bei Ellen Stempel Grüße Haßfurt und zu unserem neuen YouTube-Pop mit dem Thema Fliesentechnik. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen oder davon gehört? Ich finde es recht interessant, dass man das so gestalten kann, dass das wirklich ausschaut wie eine Fliese mit Fuge. Also hat mich ein bisschen fasziniert. Und zwar ist es mit Versamark dann und Embossing-Pulver in klar, dann geembossed nach dem Stempeln. Und die Fugen, die zieht man dann vorher. Das seht ihr ja dann im Video. Das ist einmal die eine Variante. Ich habe dafür mal eine außergewöhnliche Kartenform gewählt, ein DIN lang, die in unsere, also ist ein bisschen kleiner wie das genormte DIN lang. Das genormte DIN lang ist eigentlich mehr der Umschlag. Und damit die auch gut reinpasst, habe ich sie halt ein bisschen kleiner bemessen. Da habe ich gearbeitet mit Celadon, mit der In-Color-Farbe, die noch bis nächstes Jahr gültig ist. Und mit dem Stempelset Flowing Flowers aus dem Mini-Katalog. Das sind so, fast so ein bisschen distinctive Stempel. Ne? Die haben so mehrere Tiefen dann schon. Sehr schön, finde ich. Hab die Stempel mit den Fingerschwämmchen eingefärbt und dann abgestempelt. Und heute und ja, die neuen, die waren aus dem Mini-Katalog, aus dem letzten im Herbst. Und die sind jetzt kommen in den Hauptkatalog. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das sagen darf. Also sind auf jeden Fall übernommen. Könnt ihr weiter bestellen. Ich finde die toll. Die gibt es in Grau, in Weiß und eben in dem Celadon und sind innen auch farblich dementsprechend ein bisschen dekoriert. Und heute, ach und dann habe ich die noch gemacht als Prototyp, weil die Prototypmacherei, die hat sich ein bisschen auseinandergezogen und bevor ich jetzt ein Video mache, habe ich mir gedacht, mache ich es lieber noch eine, bevor mir dann irgendein Fehler unterläuft in der Reihenfolge oder so. Und zwar habe ich hier in Olivgrün, das Schleifchen auch. Das Stempelset ist konturiert und koloriert. Da habe ich den Blütenstängel genommen und das Blatt und die Knospe und den Hintergrundstempel mit den Klecksen. Und weil ich gewusst habe, dass ich für Ostern ein Geldgeschenk brauche, habe ich mir gedacht, ich funktioniere das gleich einmal um. Die Karte an sich wäre jetzt nicht unbedingt so für Ostern gedacht, durch die Blume. Aber es ist ja egal, es ist Frühling, das passt dann schon dazu. Dafür habe ich innen dann ein kleines Bibbele reingemacht und da einen Umschlag reingeklebt noch, wo man da ein Geld reinstecken kann. Und den Umschlag habe ich halt für Ostern dekoriert. Das ist aus einer, auch in Oliv, der Umschlag auch von den DSP in Color. Ja, das ist der weiße Umschlag. Ne? Da hat es dann das Muster in Schwarz und dann haben wir noch einen grauen Umschlag. So, das wäre diese. Und heute machen wir auch eine lange. Da habe ich die Sachen schon vorbereitet. Und die machen wir auch mit dem konturiert und koloriert. Da werden wir die Blüte in die Ecken setzen. Das habe ich mir alle schon auf Stempelblöcke gezogen. Wir werden die Kleckse verwenden und auch die lange Karte, die lange Blume. So, und wir arbeiten heute dann mit Papaya, mit der tollen In-Color-Farbe. Da braucht ihr einmal einen Kartenrolling, also Farbkarton in 21x18 und falzt den an der kurzen Seite bei 9. Dann ist die Karte praktisch 9x21. Ist das richtig? Ja. Nicht, dass ich das jetzt falsch sage, dass ich da was verwechselt habe.
Und dann brauchen wir einen Einleger für in die Karte, den tun wir dann noch bestempeln. Zum Beschriften dann auch für Schriftfeld 8x17 in Grundweiß. Und für außen machen wir auf Grundweiß den Fliesenaufleger in 17x7,5. Und wir werden das diagonal falzen, das machen wir gleich zusammen. Und das hinterlegt man, damit sich's von dem Papaya ein bisschen absetzt, in Espresso, Farbkarton 17,5 mal 8. Also, dann nehmt ihr euch euer Schneid- und Falzbrett zum Beispiel. Ich habe mir angewöhnt, das mit dem SimpliScore-Falzbrett zu machen. Ich arbeite da ganz gern damit, weil dann kann ich es liegen lassen und brauche nichts nachrutschen. Und ich zeige es euch aber gleich, wenn ihr das mit dem Schneid- und Falzbrett macht. Wir arbeiten in 2 cm Abständen, was da jetzt die Linien, die gefalzt werden. Und zwar arbeiten wir einmal auf der Längsseite anlegen, von den gegenüberliegenden Ecken und dann so rüber. Also, ich lege mir jetzt die so an und schaue genau, dass die eine Ecke in der anderen Ecke, also in der, dass das die zwei Ecken, die diagonal gegenüberliegen, dass ich es richtig sage, dass die in der Schneid- oder Falzrille liegen. Ne? Und dann tue ich mir meine Schneidvorrichtung weg und gehe mit dem Falzteil ruhig einmal ein bisschen fester drüber, damit es eine schöne griffige Linie wird. Und damit man genau parallel, damit es richtige Kacheln werden, gehe ich dann her und lege mir das bei 2 an. Und da die dritte Linie ist auch 2 cm. Also ich lege mir es oder gehe gleich so her. Dritte Linie, ne? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt muss ich gerade mal schauen, ob ich auch gut im Bild bin. Da lege ich die jetzt an und dann kommt die nächste Falzlinie 2 cm rechts daneben. Und so könnt ihr das dann anlegen. Nachher, wenn wir es dann entgegengesetzt machen, legen wir die anderen zwei da an und versetzen das dann auch wieder 2 cm. Und für die, die es mit dem SimpliScore-Falzbrett machen, da lege ich mir das einmal an. Und damit ich jetzt auch in der richtigen Rille bleibe, ich nehme mir da so ein Dotting-Tool, das war ja da dabei, lege mir das jetzt so an, dass ich. Also ist eigentlich egal, ob ich die Zentimeter oder die Inch-Auflage nehme. Ich lege mir das da bei 24 an. Gehe vorher bei 24, rutsche ich da so runter, halte es fest, bleibt da, lege mir das oben bei 24 an. Ne? Und dann ist die nächste bei 22, halte es fest. Mach die nächste bei 20 und bei 18. Und drück da ruhig ein bisschen fester auf, damit die Falzlinie, die ja später wie sagt man, die Nut von den Fliesen ist, also die, wie sagt man denn? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Bei 26, die Fuge jetzt, Entschuldigung, und dann bei 28, ich nehme also auch die breitere Kugel, ne? Weil es ist wichtig, wenn wir dann stempeln, dass es nicht unbedingt in die Fuge reinstempelt, deswegen dürfen wir da ein bisschen fester aufdrücken. Guter Farbkarton, der hält es dann schon aus, bei Designerpapier müsste man vorsichtig sein. So, und dann mache ich das gleiche nochmal. Ich gehe wieder auf 24, fahre runter, halte es hier fest, lege mir die obere Spitze in die 24
Und die untere Spitze auch, da wo ich mit dem Dotting Tool bin. Ne? So, dann setze ich da wieder an und ziehe einmal runter. Dann bei 26. Ups. Schauen, dass man nicht verrutscht, dass das keine schiefen Fliesen werden. Dann bei 28 und bei 30. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr, also bei diesem, da links ansetzen, 8, 5, ja, da habe ich die Nummer, die 6 nicht. Also da sind ja unterschiedliche Rillen, deswegen mache ich das auf der rechten Seite, ne? Wo wirklich die Rillen in alle halben Zentimeter Abstände sind. So, dann kann ich das ja liegen lassen. 24, dann bei, na, 22, bei 20, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr in der richtigen Rille seid, dann fahrt ihr von oben runter und dann wisst ihr genau, da muss ich hin. So, und dann haben wir da schöne Rautenfliesen. Man kann natürlich auch hergehen und kann das grad machen, ne? Also, wenn das jetzt mal ein Stück wäre, was ich dann machen möchte, dann lege ich es halt grad an, meinetwegen bei 27 und ziehe mir dann bei 25, bei 23, bei 21, ne? Jetzt nur mal, um an dem Stück zu zeigen, und lege mir das da wieder an. Es muss halt schon so geschnitten sein. Habe ich jetzt auch 2 cm gemacht? Ja. 23, 21. Da werden jetzt kleine Stücke vom Ansatz her, sage ich ja mal, über. Also ich würde schauen, dass ich eine Größe habe, wo durch 2 teilbar ist, wenn ich 2 in der Größe das machen wollte. Und dann hat man es eben gerade, ne? Kann man auch machen, wie es einem gefällt. Ich finde es halt ein bisschen aufgelockerter, wenn man das so macht. Ist halt ein bisschen was anders. So, dann kann das Falzbrett weg. Dann, lasst mich überlegen, müssen wir stempeln. Dazu nehme ich mir meine Stempelunterlage. Und ich stempel jetzt in Memento, weil ich dann mit Alkoholmarkern kolorieren möchte. Wenn ihr gar nicht kolorieren möchtet, dann ist es egal, was für könnt ihr auch bunt stempeln, ne? Was ihr da drauf macht, das ist ja dann euch überlassen. Also ich möchte es dann kolorieren, so wie hier auch. Da habe ich auch mit Blends und habe mit Memento abgestempelt. Man muss ja immer gegensätzlich arbeiten beim Kolorieren, ne? Weil wenn ich mit Stays On, ist eine alkoholbasierte Tinte, wenn ich mit der die Umrisse stempel und gehe dann mit Alkoholmarkern zum Kolorieren hin, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich aus dem Rand, aus dem schwarzen Rand, die Farbe rausziehe, weil Alkohol löst Alkohol an. Also man soll immer gegensätzlich arbeiten. Nur so als Tipp, ne? Also, dann nehme ich mir die längliche Blüte. Man kann das Ganze auch in den Stemperados reinsetzen. Das habe ich bei der letzten Karte gemacht, aber ich habe mir gedacht, bei dem versuche ich es jetzt einmal ohne. Setze mir das ungefähr mittig auf und drückt es an. Warte einen Moment, dass ich nicht nachstempeln muss. Ja, perfekt. Beim Stemperados hat man halt den Vorteil, wenn man es nicht richtig andrückt, was mir hier bei der, das war auch ein Versuch, so ein schneller, wie es überhaupt geht, das war mein allererster Versuch, dann habe ich da die Sonnenblume
nicht richtig abgestempelt. Da habe ich mir gedacht, bei den anderen Karten habe ich den Stemperatus genommen. Dann ist es natürlich ein einfaches, noch einmal auf der gleichen Stelle abzudrücken. Es ist zwar ein Glassichtstempel, was ich hier habe, aber manchmal trifft man es doch nicht ganz so genau und dann ist es gescheiter, wenn man mit dem Stemperatus arbeitet. So, und dann setze ich mir diesmal die Blume ins Eck. Einmal, zweimal, dreimal. Die muss jetzt auch gar nicht so gleich sein, finde ich. So. Und die Sprengel dazwischen, ne, jetzt mache ich durch erst einmal kolorieren. Mal erst einmal kolorieren. Und zwar sollte dann natürlich trocken sein, das ist klar. Kolorieren, dann fangen wir mit der hellen Farbe an. Ich habe mir da jetzt Papaya genommen, ne, weil wir ja die Karte auch, die Grundkarte auch in Papaya haben. Nehme ich mir da jetzt den helleren Ton und male das so aus. Muss ja gar nicht so akkurat alles sein. Man muss halt aufpassen, dass man jetzt nicht unbedingt, wobei bei der hellen Farbe ist es jetzt nicht so schlimm, dass man vielleicht nicht unbedingt in die Fugen reinfährt. Wobei ich finde, dass es, ja, es fällt gar nicht so eich auf, wenn man die Fuge reinmalt. Man kann natürlich auch einen farbigen Farbkarton nehmen und den falzen, ne, als statt weiß und kann dann in Schwarz oder so dann bloß draufstempeln. Also wenn man jetzt mal wegen ein zartes Gelb oder so oder ein zartes Grün als Hintergrund nimmt und stempelt dann nur in Schwarz auf, dann hat man natürlich das Ganze mit dem Kolorieren natürlich nicht. Man kann es auch mit oder man könnte es auch, müsste mal ausprobieren, mit Designerpapier machen. Gibt ja auch so schönes marmoriertes, zartes. Und da dann schwarz drauf stempeln, das geht bestimmt auch. So, dann nehme ich mir noch das dunkle Papaya und ziehe mir da noch ein paar Kanten nach. Gerade so, dass es ein bisschen Bewegung hat. Ein Blütenstempel kann man dunkel machen. So, da gibt es nämlich auch eine schöne plastische Blume. So, und dann noch in Grün die Blätter. Da gehe ich jetzt auch nur mit der feinen Spitze. Mehr mache ich da gar nicht, dass das gar nicht so bunt wird. So, fertig koloriert, dann kann die Stempelunterlage weg. Dann brauche ich jetzt mein Papier zum Unterlegen. Jetzt wird das Ganze mit einem Spiegelglanz überzogen und zwar mit dem Embossing-Pulver in Klar. Ist das richtig? Ja. Jetzt muss man die richtige Reihenfolge machen. So, dazu nehme ich mir dann natürlich das Versamark und ich gehe jetzt her und teile mir das auf, mache die Hälfte und dann die Hälfte. Ich setze halt richtig jetzt das Versamark
Stempelkissen richtig auf, dass schön alles benetzt ist. Man kann ja nochmal gucken. Und gehe mit dem klaren Pulver drüber. Dann lasse ich meinen Föhn vorlaufen. So, und dann könnt ihr nämlich zuschauen schon, wie das dann glänzt, wo der Föhn das dann erhitzt und schmilzt. Bei der ersten Schicht, ja, schaut es noch nicht ganz so hochglänzend aus. So, dass wir alles erwischt haben. Das gleiche machen wir jetzt noch auf der anderen Seite, also die andere Hälfte. Da macht es auch nichts, wenn man da dann auf das andere wieder drauf kommt. Hat sich ein Fussel draufgelegt. Sollte nicht sein, weil das wird ja sonst mit eingeschmolzen. Ne? So. Föhn wieder anschmeißen. Einen Moment warten. Und passt auf, dass ihr euch die Finger nicht verbrennt, weil für die Anfänger als Tipp, weil der wird nämlich richtig warm. Da kann man richtig zuschauen, wie das Stück für Stück glänzend wird, da wo es der Föhn erwischt hat. So, nicht zu viel drüber gehen, man kann es nämlich auch überhitzen. Und dann machen wir das Ganze ein zweites Mal. Und bei dem zweiten Mal zeige ich euch noch was. Die zweite Schicht würde ich schon machen, wenn man es hochglänzender haben will. Man kann ja dann nochmal den Unterschied vielleicht auch sehen. Ich weiß nicht, ob es die Kamera einfängt. Und zwar nehme ich mir da wieder mein Dotting-Tool. Ich gehe jetzt her. Da muss man jetzt schauen, welche Seite das mal. Ja. Weil das sieht man ja, das ist ja auch glänzend. Streue mir halt wieder. Ich muss mir unbedingt noch was bestellen. Das ist so wenig in der Box. So, hab die richtige Seite erwischt. Und jetzt gehe ich her und ziehe mit dem Dotting-Tool ziehe ich mir jetzt die Fugen noch einmal nach. Das heißt, ich hole mir aus den Fugen, mache das langsam, dass er nicht abrutscht und schön in der Fuge bleibt. Ich hole mir da das Pulver noch einmal raus. Und es macht auch gar nichts, wenn das rechts und links da so ein bisschen sich aufwirft. Und entgegengesetzt. Das gibt nämlich dann noch einmal ein bisschen eine andere Fugentiefe. Ups. Langsam machen. Man rutscht nämlich da sonst leicht ab. So.
Dann kann man es noch einmal umdrehen und ein bisschen abklopfen. Dann werden wir es wieder mit dem Föhn bearbeiten. Man kann das auch bei der ersten Schicht schon machen, dass man die Fuge nachzieht. Wobei ich das jetzt bei den Prototypen, die ich jetzt schon gemacht habe, vorher verschiedentlich gemacht habe. Und ich finde, es gibt nicht unbedingt ein anderes Ergebnis. So, jetzt zeige ich euch das gleich einmal. Habe ich alles erwischt. Nichts mehr matt ist am Rand. Ja, so. Jetzt zeige ich es euch einmal näher. Weiß nicht, ja, man sieht es. Also ich sehe das schon, wenn ich so seitlich so ein bisschen reinschaue, dass das da viel glatter ist, wie da. Da ist es so ganz klein, fein gepunktet, da noch bei der ersten Schicht. Und die zweite Schicht macht es dann ein bisschen ebenmäßiger. Aber das seht ihr wahrscheinlich in der Kamera nicht so gut. Kann ich jetzt zumindest nicht sagen. So. Ein zweites Mal eintupschen. Dann brauchen wir noch einmal unser Pulver. Abklopfen. Und noch einmal nachziehen. In dem glänzenden schon ansetzen und langsam in der Fuge nachziehen. Ne? Aufpassen, dass man nicht rausrutscht. Langsam, braucht er ja gar nicht so fest aufdrücken. So. Dann da noch einmal. So, umdrehen, abklopfen, föhnen. Wer mag, kann auch da noch eine dritte Schicht aufsetzen. Muss da probieren, muss da ein bisschen ausprobieren, was euch am besten gefällt. Man kann auch komplett die ganze Fläche machen, ohne dass man Fugen zieht. Da kann man richtig, ja, verschiedene Art und Weisen ausprobieren, wie man das gern hätte. Man kann einfach den ganzen Aufleger mit Glanz überziehen. Ich werde es demnächst noch einmal probieren mit einem bläulichen Designerpapier von den Wellen des Ozeans, weil im Blau könnte ich mir vorstellen, wenn man da eine Karte macht mit Oceanfront, wo man dann auch noch Sachen noch drauf macht, dass das schon toll rüberkommt, wenn man das glänzend macht. So. Und schon ist das gute Teil fertig. Mal Staub ein bisschen runter machen. So, dann kann man dann schon hergehen. Kann das auf den Aufleger da drauf kleben. Ich habe das bei der Karte mit Dimensionals aufgesetzt. Ja, da muss man schauen, dass er nicht so gewellt ist, so eich. Entweder ihr legt ihn erst ein bisschen hin und beschwert das Ganze ein bisschen. Oder man fährt einmal so mal leicht, bloß nicht so eich knicken. Ne? Aber das bringt nicht viel. Ich werde es jetzt hier bei der Karte mal komplett aufkleben.
Also nicht mit Dimensionals, sondern mit Flüssigkleber. Weil ich einfach möchte, dass das Plan, richtig Plan dort liegt. So, dann setzen wir das da auf, mittig. Ich finde es einfach schöner, wenn man das noch einmal auf einen Hintergrund aufgibt, weil ja, es setzt sich einfach schöner ab, wie wenn es nur weiß auf grün ist, ne? Wenn man dann eine dunkle Farbe noch drunter hat. Man kann auch hergehen. Nimmt sich da noch mal einen Hintergrund, einen sauberen. Und streicht so noch einmal drüber oder mit einer Rolle drüber gehen. Habe ich auch schon gesehen. So, dann ist das richtig aufgeklebt. Und dann gehe ich her und ziehe mir die Karte noch einmal leicht über eine Tischkante oder einfach nur so über die Finger. Lass meinen Zeigefinger so und gehe da einfach ein bisschen so drüber, dass er eine ganz leichte so eine Innenwölbung macht. Na, dann lässt sie sich wahrscheinlich auch, muss bloß aufpassen, dass sich das nicht knickt. So. Dann können wir das auch schon auf die Karte aufkleben. Ach, jetzt habe ich gar kein Sprenkel mehr drauf gemacht, seht ihr? Die Sprenkel habe ich vergessen. Aber ist egal, braucht man nicht. Ich finde, wenn man da jetzt dann Steinchen aufsetzt, dann reicht es schon. Und dann schaue ich, dass ich sie nach oben hin so weit ansetze, dass ich ungefähr den gleichen Abstand habe wie rechts und links. Also nicht so, sondern so, dass er ein bisschen breiter ist. Und unten kann man dann noch das Etikett dran festmachen. Das könnte man jetzt mit Dimensionals aufsetzen, wenn man wollte. Das ist ja fest. Das wälzt sich jetzt nicht mehr durch den Espresso. Farbkarton, den wir dahinter gesetzt haben, aber ich klebe es trotzdem plan auf. Also ein bisschen weiter runter. Ist das gerade, hoffe ich. Ja. Schön, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Das Papaya ist natürlich schon eine tolle Farbe. Und mit dem Blends, wenn man das so zweifarbig so ein bisschen kolorieren kann. Ich bin da noch ein bisschen am Üben mit dem Kolorieren. Ich habe mir jetzt so die restlichen Blends, die mir gefehlt haben, alle mal dazu bestellt. Jetzt auch von den neuen InColor Farben. Der neue Katalog ist ja dann für die Kunden ab Mai, 3. Mai glaube ich, aktuell und zum Bestellen offen. Und wir Demonstratoren können ja vorher schon einmal bestimmte Produkte aus einer Liste raus vorbestellen, um damit zu arbeiten, damit wir was zum Zeigen haben. Das habe ich jetzt auch gemacht. Ich warte jetzt schon auf meine Bestellung. Vielleicht kommt sie ja heute noch. Und ja, und da habe ich mir jetzt natürlich dann auch die Blends von den neuen InColors gleich mitbestellt und will da dann auch ein bisschen so Frühlingskarten machen. Ich mache auch gern in die Karten ins Innenleben gern einen Einleger, sage ich immer, kein Aufleger, einen Einleger, wo man dann seine Grußworte reinschreiben kann und das bestempel ich dann auch mit einem der Stempel aus dem Set, wo ich damit außen gearbeitet habe, damit sich das wiederfindet. Und da gehe ich einfach her. Wieso ist denn das schwarz? Ach ja, klar. Sauber machen sollte man vielleicht vorher. Jetzt habe ich mir mal Stempelkissen versaut. Life is life, ne? Ganz toll. Na toll. Nee, das drehen wir natürlich um.
Das muss ich nachher schauen, wie ich das sauber kriege. Das ist mir ja noch nie passiert. Dann nehmen wir da, ne, das war auch schwarz, aber das habe ich ja nicht verwendet, ne, die Punkte. Nein, das kann ich nicht nehmen. Was habe ich da noch? Oliv. Dann nehme ich mir Olivgrün. Und setze mir da einfach jetzt so ein paar Punkte in die Ecken. Genau. Und klebe mir das da rein. Kann man mittig machen, kann man oben hin machen. Das ist mir ja auch noch nicht passiert. Jetzt muss ich schauen, ob ich das wieder sauber kriege. Mit einem fusselfreien Tuch oder mit einem Küchentuch vielleicht. Und ich kriege das wieder raus. Vielleicht auch ein bisschen abschaben. Das werde ich dann gleich einmal machen, dass sich das gar nicht so nahe setzt. Gut, ihr Lieben. Und dann könnt ihr natürlich noch einen Spruch da unten hin machen. Ich bin da hergegangen und hab das ja mit Lotengrün hinterlegt, weil das einfach ein schöner dunkelgrüner Ton ist, der sich da schön absetzt. Und habe da auch Lotengrün genommen und habe den Spruch auf Weiß gestempelt und habe ihn in Olivgrün hinterlegt, damit es sich noch einmal ein bisschen von dem auch absetzt, nicht so hart, weil das Weiß zu dem Lodengrün ist dann doch hart, ne? Ja, und so gefällt mir das dann besser. Das sind ja die Farben, die sich da finden. Ich habe hier mit Blutorange gearbeitet, das wollte ich jetzt aber da nicht haben, das wäre mir dann zu viel gewesen. Das sollen da die Lichtpunkte sein in dem Ganzen, ne? Ist natürlich toll, wenn man das dann so glänzend macht. Ja, da kommt die Farbe natürlich toll raus, ne? Ist klar. Und da setzen wir dann einfach noch ein paar Steinchen auf. Was nehme ich denn da? Da nehme ich mir den Basic Strassschmuck Bunter Schimmer. Aus dem letzten Jahreskatalog. Und ich glaube, die waren nicht auslaufend, wenn ich mich recht entsinne. Und setze die da. Es war jetzt ein bisschen mehr Rosé, aber ich kann ja schauen, welches ich mir nehme. Setze mir das da auf die Kreuzpunkte von den Fliesen. Ja, und da könnt ihr ja dann noch euren Spruch hermachen. Ich werde in Videos jetzt meistens keinen Spruch mehr drauf machen. Das schafft ihr dann wahrscheinlich auch selber. Außer es gibt was Besonderes dazu zu zeigen, eine neue Handstanze oder so. Weil es ist doch so, dass ich die Sachen, die ich mache, lasse ich so vorgefertigt. Und dann, wenn ich weiß, für wen und für welchen Anlass ich sie brauche, dann kann ich einen passenden Spruch drauf machen. Also ich kann das ja jetzt für alles verwenden. Ich kann das für Muttertag verwenden, für Ostern, für Geburtstag, ne, oder sonst irgendwie. Und deswegen lasse ich das mit dem Etikett jetzt heute mal sein. Ihr seht es ja hier. Und hier habe ich es auch ähnlich gemacht. Da habe ich das mit der einen Etikettenstanze ausgestanzt. Und habe da noch so ein feines Papier, das ist bei der Serie Eden, war das Eden dabei gewesen, so ein ganz dünnes in Celadon und habe das da ausgestanzt und ja. Schleifchen könnte man jetzt auch noch aufsetzen. Habe ich euch schon gezeigt, jetzt wird das Video doch wieder länger, wie ich wollte. Habe ich euch schon gezeigt, wie man mit einer Gabel so kleine, feine Schleifchen macht.
Das finde ich ganz praktisch. Ich bin nämlich von Haus aus gar nicht so der Schleifenbinder. Aber ich nehme da jetzt auch Papaya, passend zum Papier, das Schleifenband. Findet ihr da auch im Katalog. Und zwar legt man das einmal so rum. Das ist ungefähr, wie lang ist das Teil? Ja, so handbreit. Also einfach. Doppelt gelegt, zwei Handbreit nebeneinander. Das sind, ja, insgesamt so 20 cm circa. Also mehr muss es normal nicht sein, sonst müsst ihr zu viel abschneiden. Und dann halte ich mir das da so fest und nehme das hintere. Und das hintere darf auch ein bisschen länger sein, vielleicht so ein Zentimeter. Dann halte ich mir das fest und nehme das hintere und lege das durch die mittlere Zinken. Spalte durch. Na, unten. Ich habe da drei Spalten durch die mittlere. So. Und dann gehe ich halt fest und gehe wieder durch die mittlere von oben her. Holt. Du sollst doch da rein. Dann halte ich mir das da mit dem kleinen Finger fest. Mach mir da meinen Knoten drauf. Und das kann man richtig fest anziehen. Und dann habt ihr ein schönes, kleines, süßes, gleichmäßiges Schleifchen. Also ich bin kein so ein Schleifenbinder. Ich bin ja überhaupt, vielleicht weil ich das auch nicht so kann, nicht so hinbringen. Und da bin ich immer froh, wenn ich das, wenn ich das so machen kann. Man kann natürlich auch, da gibt es so Vorrichtungen, wo man so, ja, so Stäbe reinsetzt. Ne? Dass man praktisch die Vorrichtung von einer Gabel auf in einem Holz hat oder in einem Plastikteil und dann setzt, das habe ich irgendwo im Internet einmal gesehen. Und dann kann man auch größere Schleifen machen, weil es kommt darauf an, wie groß der Abstand ist von den Zinken, ne? Ist klar. Aber für solche Karten finde ich das jetzt recht schön. Dann halte ich das da oben auf der Schleife, die halte ich richtig fest, nehme mir die zwei und ziehe die mal so ein bisschen runter und dann fallen die auch in die richtige Richtung. Und dann könnte man es jetzt daher zum Beispiel setzen. Dann nehme ich mir einen Glue-Dot dazu. Ja, wenn ich schon kein Etikett aufsetze, dann kann ich wenigstens noch eine Schleife dran machen. Ne? Setze mir das daher auf den Stiel. Nehme mir mein Schleifchen. Wo ist es denn? Klar, auf glänzend sieht man fast nicht. Macht es da so fest, ne? Und dann bleibt es da schon so liegen. Und dann schneide ich mir da einfach, das kann ich lassen. Nee, das franzt. Einmal und zweimal. Na? Und dann ist das eine tolle Karte. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich den auch schön bestempeln. Mache ich eigentlich auch immer, dass ich den Umschlag bestempel. Dann mache ich mir es aber jetzt das Stempelkissen sauber. Also den Stempel. Das mache ich immer schnell sauber. Schau mal, ob er auch sauber ist. Richtig rum. Und dann gehe ich da. Wie viel ist denn da schmutzig? Kriege ich da eine halbe Blüte raus? Ja, müsste funktionieren. Setze mir die da jetzt am Rand ein. Einfach nur so ein Stück und die Blüte. Ne, die lange Blüte nehme ich nicht. Und dann nehme ich mir noch die Sprenkel wieder in Oliv dazu. Mache mir da unten nur ein bisschen was hin, so als Ecke. Und oben nur so diagonal. Das reicht dann schon. Da ist er nicht überladen, da
Da soll man, will man ja vielleicht auch noch einen Namen oder was herschreiben. Und dann reicht es auch so. Also das ärgert mich jetzt. Ausgerechnet bei so einer hellen Farbe. Naja, Missgeschicke passieren. So, das war's, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Und passt auf, dass euch das nicht auch passiert. Also wie gesagt, das ist jetzt in meiner dreijährigen Laufbahn, Gott sei Dank, das erste Mal, was mir passiert ist. Und ich hoffe, ich kriege es wieder einigermaßen raus. Wenn nicht, muss ich mal halt ein neues bestellen. Weil bei der hellen Farbe, das ist dann, ja, vielleicht nicht so toll. Die anderen teilnehmenden Kolleginnen, die am YouTube-Pop teilnehmen und andere Ideen zur Fliesentechnik zeigen, die werde ich euch unterm Video verlinken. Und dann könnt ihr von Kollegin zu Kollegin hüpfen, hoppen und ja, und schaut euch einfach deren Beiträge an. Mit Sicherheit auch viele schöne Sachen wieder dabei, könnt euch Inspirationen holen. Ich werde auch dann, wenn es soweit ist, mal durchhüpfen, weil wir sprechen uns ja nicht ab, wer was macht. Und bis jetzt haben wir es immer geschafft, dass jeder irgendwie was anderes macht. Ne? Es kann vielleicht einmal vorkommen, dass man ja vielleicht mit dem gleichen Stempelset arbeitet, aber trotzdem kommt was ganz anderes dabei raus. Und das ist dann schon interessant. Das ist sehr vielfältig und ja, ist toll. Deswegen mache ich da auch immer mit. Ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.